und herzlich willkommen zu Mafia. Fahr wie ein Irrer. Du musst Burke überzeugen, dass du es ernst meinst. Rase, fahre auf der falschen Straßenseite, vollführe wahnsinnige Sprünge und mach ihm klar, wie ernst es dir ist. Rutsch rüber oder ich helf nach. Was glaubst du denn, was du da machst? Du hast so auf dicke Eier gemacht, da wollen wir mal sehen, wer von uns beiden die größeren Klöten hat. Der Nigger oder der Mick? Allerdings. Hopp. Krasser Sprung. Dann fahren wir hier einmal mit dem. Du brauchst ja nichts zu beweisen. Idiot. Und ich. Himmel, ich glaube, ich bebiss mich gleich. Bin hart im Nehmen. Du hast dir den Falschen ausgesucht. Komm, wir fahren ein bisschen ins Wasser. Wird auch schon schief gehen. Du machst mich richtig geil, Tierpappe. Tja, das wird sich noch ändern, mein Freund. Das wird sich noch ändern. Du hast Eier wie ein Erstklässler. Na, da steigt schon mal der Adrenalinkick. Ja, da hat's gescheppert. Oh, komm, dranbleiben. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht einfach. Ihm wird schon ein bisschen schlecht, habe ich so das Gefühl. Wir fahren jetzt einfach mal geradeaus. Fahren auf der falschen Fahrbahn. Das macht gar nichts an diesem Balken. So, jetzt fahren wir ja einmal die schöne Sanddüne entlang. Und wir haben Burke getötet und wir sind aus dem Auto ausgestiegen. Was war das denn? Ja. Traurig, aber wahr. Wir laden den Checkpoint und schauen mal, wie es weitergeht. Da bin ich mir nämlich mal richtig gespannt. Und zwar so richtig. Samsung. Okay. Jagen wir Burke nochmal richtig fett Angst ein. Setz dich wieder hin, wir drehen jetzt eine Runde. Was glaubst du denn, was du da machst? Du hast so auf dicke Eier gemacht, da wollen wir mal sehen, wer von uns beiden die größeren Klöten hat. Der Nigger oder der Mick? Ja, schauen wir mal. Rums hat's gemacht. Okay, das Angstlevel ist auf jeden Fall... Du brauchst dir nichts zu beweisen. Wir brauchen einfach nur noch ein paar Rampen, die dem so richtig Angst einjagen. Gut so, vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung für dich, du hässlicher Vogel. Ja, der hört sich an wie die Synchronisation, die deutsche von Bud Spencer. Gut so, vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung für dich, du hässlicher Vogel. Ich meine, Bud Spencer sitzt neben mir. Du hast dir den Falschen ausgesucht. Oh, was ist das denn jetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Komm schon, alter Mann, du bist schon ganz grün und blau, aber nicht vom Whisky. Okay, irgendwie macht dem das gar nichts. Ich will dich nur warnen, dein scheiß Fahrstil schlägt mir auf den Darm. Ja, so lockere Sprüche drauf haben, das kann ich auch. Gleich haben wir ihn an den Eiern. Gleich macht er sich ins Hemd. Und ich glaube, wir fahren da mal rauf aufs Haus. Hopsasa. Jetzt hör schon auf mit der Scheiße. Ich brauche dringend was zu saufen. Halt hier an. Und jetzt raus mit dir aus meinem Auto. Komm bei mir im Laden vorbei. Dann reden wir übers Geschäft. Das freut mich. Ich habe ihn überredet gekriegt. So, holen wir uns mal das Auto hier. Komm, verpiss dich. Tja.
Wenn du abhaust, abgeschlossen. Und ja, wir haben es abgeschlossen. So, was befindet sich da? Ein Kasten, den wir leider nichts anfangen können. Aber hier! Zack! Aufgebrochen. Okay. Moment mal. Siehst du nicht, dass ich hier telefoniere? Also jedenfalls, ich schicke meine Leute rüber. Tja, ich habe schon gedacht... Okay, komm, die machen wir kurz alle. Seht euch diesen dreisten Mistkerl an. Na nu, du willst doch nicht. Verpiss dich von hier. Also gut. Oh, wir dürfen nicht so lang warten. Der ist immer tot. Scheiße. Die Fackel nicht lang von der Mafia. Die Fackel nicht lang. Ach, das blöde Kind. Muss das jetzt unbedingt heulen? Ich schau gleich danach. Achso, ich habe ja gar keinen Ton, so ein Scheiß. Der ist dicht, der ist besoffen. Wie können wir uns nur mit so einem Vollidioten abgeben? Ich glaub's wohl nicht. Gut. Vermünde deinen Zug gewonnen. Lass dir neue Fahrzeuge. Fahrzeuglieferung. Du kannst den Fahrzeuglieferdienst anrufen, um dir einen Wagen aus deiner Garage zu bringen. Garage bringen zu lassen. Schalte neue Wagen für dich frei, indem du dich um Marcanos Leutnants und Capoons kümmerst. Capos. Entschuldigung. Was ist los? Sollen wir die um die Strecke bringen? Das interessiert ihn gar nicht. Sag mal, können wir den? Ach, das scheint wohl ein Verbündeter zu sein. Oh, das ist doch scheiße. Kann man nicht mal abballern? Was ist denn das? Gut, sprechen wir mal mit dem Vogel.
Das macht dir nichts aus. So, wir versuchen das nochmal einmal hier umzustellen. Audio. Wir wagen es einmal. Videolautstärke 7. Und gucken einmal, ob uns das Genick bricht. Lincoln, oh. Hier drüben. Was machst du denn hier, Nicky? Ich weiß, was du vorhast, und ich konnte nicht zusehen, wie mein Alter dich unvorbereitet losrennen lässt. Scheiße. Dein Alter hat es ja nie so mit Einzelheiten. Er hat dir nicht gesagt, dass die Sweetwater-Brennerei von einem Karl Davas geleitet wird. Ein harter Hund, ein Arschloch vom Land. Seine Familie vertickt Schwarzgebrannten über die Firma an örtliche Läden. Hat Davas hier erzählt, wo seine Brennereien sind? Er ist schlau genug, um alles in Bewegung zu halten. Das heißt, er hat irgendwo eine Karte versteckt für seine Fahrer. Eine Karte könnte helfen. Einer seiner Männer wird mir schon erzählen, wo sie steckt. Wir haben noch einen Mann, nennt sich Bär. Der hat ein Auge auf die Fleischfabrik. Solltest mal mit ihm reden. Das mache ich. Danke für die Hilfe. Immer gern, Lincoln. Wissen willst, was Bär was vorhat, musst du dir ein paar seiner Leute vorknöpfen. Gut. Was ist das? Oh. Vegas-Gemälde. Okay, gehen wir mal zur Karte. Thomas Burke, wenn er nicht gerade auf seiner Werkstatt an Blechkästen rumschraubt, leitet Burke die irische Mafia. Nicky Burke, Nicky macht dort weiter, wo Danny aufgehört hat. Sie will das Schwarzbrennergeschäft wieder in ihre Familie zurückholen. Okay, und jetzt? Gucken wir einmal auf Ziele. Ja, sind wir jetzt Partner? Das machen wir. Wir gehen jetzt zu Scaletta. Beziehungsweise vielmehr zu Vito. Nimm Vitos Dossier. 2000 Meter, Junge, Junge, Junge. Das ist ja Wahnsinn. Gut, wo ist unser nächstes Auto? Weiß es gar nicht. Wahrscheinlich da vorne auf der Straße. Ja, 2500 Meter. Es wird kein Spießrutenlauf. Ganz und gar nicht. So, komm. Okay, wir holen uns den Wagen. Komm. Ich werde nirgends lang. Was ist das für ein roter Wagen? Naja, der ist auf jeden Fall über uns. Wahrscheinlich ein feindlicher Wagen. Was war das? Oh. Ich glaube, das Auto ist kaputt. Oha. Alter Schwede. Oh, das sind wohl alles Polizisten, die uns Gott sei Dank nicht gesehen haben. Sind wir glatt an denen vorbeigefahren. Hier ist alles polizeifrei gewesen. Alles ein bisschen Witz, habe ich so das Gefühl. Witz des Jahrhunderts mit dem Auto. Oh, wir sind glaube ich ein bisschen falsch. Falsch gelandet. Wir sind definitiv falsch gelandet. Okay, dann drehen wir um. Und fahren einfach mal ganz gechillt. Ja, sag mal, wo müssen wir jetzt entlang? Wir sind nur auf der falschen Straßenseite gewesen. Du
So, jetzt fahren wir auf jeden Fall geradeaus noch 1300 Meter. Das war so jetzt eigentlich nicht geplant und das auch nicht. Zeuge ruft die Polizei, ist ja klar. Aber bis dahin bin ich schon längst wieder weg. Meldungen über eine Fahrerflucht in der Innenstadt. Bitte bestätigen. Scheiße. Oh oh, alles voller Polizisten. Sind wir hier etwa wieder am Polizeirevier? Ich glaube schon. Auf jeden Fall fahren wir jetzt zu Vito und nehmen dem sein Dossier. Meter. Okay. Die haben voll geschlafen, die Cops. Voll geschlafen. Ich weiß auch nicht, was sie den ganzen Tag machen. Wollen wir mal zu dem CIA-Agenten. Vita. Siehst ziemlich lebendig aus für einen Toten. Du konntest Burke lang genug nüchtern halten, um ihn auf deine Seite zu ziehen? Hab gehört, was du mit Richie Doucette gemacht hast. Bin froh, dass du noch weißt, wie es geht. Mr. Vito Scaletta höchstpersönlich. Du wirst mich doch verarschen. Die letzten Monate waren richtig heftig für den alten Vito. Sal hat ihn immer gehasst, weil er ihn für einen Maulwurf von der Kommission gehalten hat. Aber Vito ist ja unantastbar. Nach dem Überfall hat er einfach Vitos Anteil zurückgehalten. Das hat ihn unter Druck gesetzt. Er wollte verhindern, dass Vito seine Schulden bezahlen kann. Und wenn Skeletta nicht zahlen kann, erlaubt die Kommission Marcano, ihn umzulegen. Vito ist nur noch aus einem Grund am Leben, und zwar, weil er wohl ein paar geheime Nebeneinkünfte hat. Mit diesem Geld konnte er Sal bezahlen. Eins muss man Skeletta lassen. Er ist nicht klein zu kriegen. Er hält länger durch, als ich dachte, aber seine Zeit läuft langsam ab. Vor ein paar Wochen hat Sal seinen Neffen geschickt. Der Junge heißt Michael Greco. Und soll Vito in River Row helfen. Greco hält seine Leute an, Vito Steine in den Weg zu legen. Und wenn Vito dann völlig handlungsunfähig ist, macht er ihn fertig. Skeletta wird wissen, was Greco geplant hat. Ich werde ihn besuchen. Vielleicht kann ich diese Greco-Geschichte nutzen, um Skeletta auf meine Seite zu ziehen. Dein Engagement wird ihn sicher freuen. Ganz, ganz sicher. Gut, der Arbeiter geht zu Vito. Dann wollen wir da einmal hingehen und gucken mal, was der gute Junge mit uns vorhat oder was wir mit ihm vorhaben. Oh, wir sind immer irgendwie falsch. Ich weiß auch nicht, wieso. Auf jeden Fall sind wir falsch. Zack. Los geht's. Aua. Das tat weh. Zumindest bei dem Auto, nicht mir. Wir machen einen Cut, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, auch wenn dies hier vielleicht ein langer oder kurzer Part war, ich habe leider nicht auf die Uhr geguckt. Bis zum nächsten Mal. Baby sagt Tschüss. Tschüss. Sie sagt nix. Bis zum nächsten Mal. Oh, Vorsicht. Bis dann, tschüss.